Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch.tv und in diesem Video möchte ich ein neues Buch präsentieren, was ich mal geschafft habe zu lesen. Trade Like a Stock Market Wizard von Minervini, das ja auch schon hier in Deutschland viel diskutiert wird. Ist ein Trading-Buch. Viele Sachen sind sicherlich jemand, der jetzt schon länger tradet, bekannt und ich bin ja auch eher Investor, aber zu gewissen Teilen bin ich auch Trader, gerade von der Gewichtung und da finde ich es doch auch immer noch ganz interessant. Man muss natürlich sagen, viele Konzepte sind natürlich schon jetzt nicht neu. Und man macht sich natürlich auch ein bisschen einfach zu sagen, ja, ich kaufe einfach immer die Leaders, die im nächsten Zyklus. Aber jetzt kommen wir mal zu den drei Sachen, die ich daraus gelernt habe. Oder zumindest die mir einfach, die ich so als Kernessenz des Buches finde. Und das eine sind die, es gibt diese vier Arten des Marktes. Stage 1 ist die Konsolidationsphase, Stage 2 ist die Akkumulationsphase, 3 ist so die Toppingphase und 4 die Kapitulation. Ja, und das sollte man oft, gerade wenn man halt nur, sag ich mal, sich mit Aktien beschäftigt, habe ich auch ein Video zu gemacht, die wichtigste Frage, in welchem Markt man sich gerade befindet. Ja, und es gelten halt andere Gesetze im Bären- oder Bullenmarkt. Im Bullenmarkt wird da viel verziehen und wenn ich zum Beispiel gerade halt in der Kapitulationsphase bin, dann interessiert die Leute erstmal so Fundamentals oft nicht so, sondern sie wollen einfach alle raus. Und oft ist es ja auch so, es gibt diese Topping-Phase, das heißt, so ein Trend läuft aus, hatten wir jetzt aber in der aktuellen Krise halt gar nicht, weil es halt einen exogenen Schock gab. Das ist sicherlich aber wichtig, dass man auch ein bisschen sich überlegt, in welcher dieser vier Phasen man sich befindet mit einer Aktie. Da am besten aber auch auf einen langfristigen Chart halt schauen. Das zweite Learning ist, das kommt ja auch von Lefebvre, von The Renaissance of a Stock Market Operator und ist auch ein akademisch bewiesener Outperformance-Faktor, dass man die Marktleader kauft. Also immer die besten Firmen im besten Sektor. Idealerweise weiß man halt das schon vorher. Das macht es halt nicht ganz so einfach. Und ich finde, da könnte noch ein bisschen mehr, sag ich mal, Hilfestellung geben oder klarer werden, wie man das erkennt. Sicherlich, was das wäre auch das Learning Nummer 3, er ist zwar ein Trader, aber er versteht auch die Fundamentals. Und das fand ich auch ein sehr wertvoller Beitrag im Buch, wenn er mal erklärt, in welchen Industrien man auf welche Sachen irgendwie auch achten sollte. Also da merkt man, er hat sehr, sehr viel harte Arbeit auch gemacht, hat viele Jahre auch nichts verdient. Aber dadurch, dass er diese Vision hat, zumindest die Story, hat er es dann irgendwann geschafft. Und ich glaube, das ist einfach auch vielleicht, was ich halt auch sehe, manche Leute denken irgendwie, sie lesen ein paar Charts, machen es ein paar Monate und können dann irgendwie den Markt schlagen. So funktioniert es nicht. Also man braucht schon, glaube ich, das beides Verständnis, dass man auch diese Fundamentals versteht, aber dass man sich von denen halt auch nicht, sag ich mal, zu vereinnahmen lässt. Also gerade oft wird man gelernt, man soll ein günstiges KGV kaufen. Also er kauft, für ihn ist ein günstiges KGV ein Warnzeichen, dass eine Firma schlecht ist. Und er kauft gerne halt die hohen KGVs, die dann weiter wachsen. Was auch eine Strategie ist, mache ich zum Beispiel auch ganz gerne mit kleineren Positionen. Bei großen Positionen wäre mir das zu gefährlich, weil gerade wenn eine Firma dann mal enttäuscht, mit dem Ausblick nur 1-2%, dann geht sowas mal -30% und dann geht es ganz schnell nach unten in den US-Werten. Aber mit kleinen Positionen kann man sowas machen. Und sicherlich, ich kaufe natürlich auch ganz gern günstige Firmen, aber man muss sich auch erstmal dann überlegen, warum ist die Firma aktuell günstig, dass man das versteht. Manchmal gibt es Gründe, die kurzfristig sind, die dann auch nachvollziehbar sind. Manchmal, wenn man es nicht weiß, dann sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man vielleicht was übersehen hat. Wobei manchmal ist der Markt auch irrational und dann auch nicht immer so schlau, gerade in so einer Krise wie aktuell. Das waren also so die drei Lessons learned, ja, dass man, dass es diese vier Stages in den Markt gibt, dass man die Marktleader in den besten Industrien kauft, aber dass man auch Fundamentals versteht, ohne aber sich jetzt auf ein niedriges KGV zu fokussieren. Es kann durchaus Sinn machen, eine Aktie am All-Time-High zu kaufen, wenn sie gerade durch so einen Widerspruch durchgegangen ist. Dann läuft es oft noch weiter, weil gerade keiner verkaufen will, andere springen auf, dann gibt es diesen selbstverstärkenden Prozess. Ja. Aber deswegen ist es sicherlich ein gutes Buch. Ich finde viele Trading-Bücher nicht gut, das gehört sicherlich dazu, aber es ist halt auch nur eine Schule und das darf man auch nicht vergessen, viele Beispiele, die er halt nennt, sind halt auch Ende der 90er. Da hatten wir halt den Nasdaq-Boom, wo halt sehr, sehr viele Sachen funktioniert haben. Das ist auch nicht in jedem Markt dann so. Und da muss man dann auch ein bisschen drauf aufpassen. Aber das war kurz und knapp meine Meinung zu Trade Like a Stock Market Wizard.
Das Buch kann man, wie gesagt, kaufen, relativ für, glaube ich, so ein paar 20 Euro. Ist sicherlich kein schlechtes Investment. Und gerade wenn ihr auch ein bisschen Trader seid oder das vielleicht noch zum normalen Investitionsziel ergänzen wollt, dann ist das sicherlich ein Buch, was eine der relevanteren ist. Ansonsten würde ich auch noch The Stock Market Operator von Lefebvre empfehlen. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und abonniere natürlich auch gern meinen Kanal.